Hey ho, es heißt wieder, wir spielen Minenarbeit.de oder wir spielen Minecraft, je nachdem, wie ihr es wollt. Auf jeden Fall tun wir beides. Wenn ihr gedacht habt, meine lieben Freunde, ja, dass ihr heute wieder das Tageslicht sehen dürft, nach etlichen Folgen hier Dungeon-Bau und Fabrikbau, dann habt ihr euch geschnitten. Na denn, aus diesem Grunde, ich habe auf der anderen Seite hier diese Gegenströmung geschafft, dann wollte ich sie hier einbauen. Und bin dann hier auf so eine Höhle gestoßen, wurde auch prompt beschossen von Skeletten. Und da mir das hier auch viel zu eng ist, habe ich gedacht, erweitere ich auch die Höhle mal hier so ein bisschen. Also, die ja dann keine Höhle mehr sein wird, hoffentlich, sondern ein befestigtes Gebäude. Mache ich dann hier mal so ein bisschen größer. Und versuche mal von hier aus in diese Höhle, wo die Skelette waren, mich vorzuarbeiten. Das müsste eigentlich hier sein, ne? Oh. Immer noch nicht. Aber da kommen wir auf jeden Fall hin. Bevor ich das mache, gönne ich euch doch noch ein bisschen Sonnenlicht. Denn draußen ist es Tag und ich dachte mir, bauen wir eben schnell, sofern wir denn es schaffen. Mal ein bisschen laufen, 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 laufen. Gucken, gucken, gucken. Alles klar. Bauen wir mal das Dach auf den, ja, auf den Spawner. Ich darf jetzt auf keinen Fall runterfallen, deswegen Shift-Taste. Und zwar mache ich das Dach jetzt auf dieser Höhe. Ich stelle mir vor, dass ich dann einfach die obere Reihe hier wieder weghaue und dass das hier wieder überflutet wird. Das ist vielleicht schöner. Mal sehen, ob das klappt. Ich habe hier gerade Angst, dass ich da reinfalle. Dann ist es natürlich aus mit mir. Da komme ich nicht mehr raus. Genau. Ebenso wie die Skelette. Das Dach muss drauf, damit auch tagsüber da unten Skelette spawnen. Sonst ist das ein bisschen sinnlos. Ja, also guckt jetzt nochmal da runter. Das werdet ihr jetzt nicht mehr so oft sehen. Aber ja, wir werden ja von den Seiten uns auch noch irgendwelche Gänge bauen und dann immer da reinschauen. Mal gucken. So eine unsichere Gegend hier. So. Genau unter uns, ne? Ja. So, dann machen wir mal da. Und dunkel. Wunderschön. Ich glaube, unter mir geht es auch schon ab. Dann baue ich noch jetzt. Ja, und dann versuchen wir mal, ob das hier funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es fließt jetzt hier jedenfalls so rein. Nehme ich die mal wieder mit. Und dann stellen wir unseren See auch wieder einigermaßen her, dass es auch wieder nett aussieht. Und dann ist der kleine Vorbuddler glücklich. Hier wird noch alles weggehackt. Jawohl. So, da ist jetzt eine merkwürdige Strömung entstanden. Ich hoffe, die geht weg, wenn ich das jetzt hier. Ja. Ja, guck mal, so ist es doch okay. Ja. Ja, unter mir höre ich Skelette. Ich hoffe, das ist unter mir. Ja. Mal die Steine noch aufsammeln. Und dann können wir hier mal wieder zurücklaufen. Ach ja, auf der anderen Seite habe ich noch irgendwo gesehen, das sah aber noch unheimlich hässlich, aber ich habe keinen Sand dabei, ne? Ja, hier, das sollte man natürlich auffüllen. Mit Sand habe ich. Ne, ich habe keinen Sand dabei und das ist jetzt auch nicht so wichtig. Lieber gucke ich unten, dass ich so nochmal ein bisschen den Gang anfange. Hier ist es auch noch zu duster. Na, gut, so ist es schon besser. Ja, das ist, seht ihr jetzt, wenn man hier so runterkommt, das sieht also aus wie eine Kürbiskammer, ne? Das ist ja irgendwie völlig hässlich. Das sollte da eigentlich alles weg. Dieser ganze Schönsteinbereich sollte weg. Und dann da drüber machen wir dann auch die Höhe ist eigentlich von dem Gang ganz gut. Das war völlig perfekt, die Höhe. Da machen wir das. Machen wir das. Hier ist nämlich. Doch, 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 das ist genau richtig. Das sieht gut aus hinterher. Pass mal auf. Mal hier so, damit ich dran denke. Das mal eben wegschlagen. Na, da ist der Bereich mit dem Wasser. Da baue ich einen drüber und das funktioniert dann immer noch, ne? Ja. Perfekt. Perfekt. Hätte ich mir selber überhaupt nicht zugetraut. Kommt natürlich ein bisschen höher hier. Das ist dann ja alles. Oh, 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 oh. Ah ja, gut, kleiner Einbruch.
Zack, Mensch, was wir hier absahen. Knochen wie verrückt, ne? Pfeile, haha. Wir müssen uns nie wieder darum sorgen. Nur alles von der Hälfte fließt jetzt erstmal da in die Höhle. Guck ich mal, wo das hingeht. Hier sollte jetzt da sicher sein. Der Bereich. Mal ein bisschen nach unten. Ich höre auch immer noch eine Spinne. Merkwürdig, ne? Scheint mir dann doch auch wieder so eine ganz kleine Höhle zu sein, die so ein bisschen... Ah, hab ich mich erschreckt. Du blödes Vieh. Wie kommst du denn hier rein? Mit deinen Tentakeln. Ach, was muss ich denn machen? Ach ja. Ich sollte vielleicht ein Kotelett essen. Ein Kotelett essen. Lecker, dass man das immer so schön gebraten hat. Das ist auch bestimmt unheimlich appetitlich, ne? Wenn man hier so in so einer Höhle unten, das ist total feucht überall, ja. Und man hat das schon seit Tagen, hat man so ein Kotelett im Gepäck. Ja, und hier sind auch irgendwelche stinkenden Kreaturen. Ne? Dann, vielleicht nehme ich auch mal ein Schwert, das ist vielleicht besser. Aber da ist noch ein. Was ist denn da los? Ach, das ist jetzt... Aha, ja, okay. Das scheint hier aber doch noch ein bisschen geräumiger zu sein, ne? Ich würde dann vorschlagen, ich versuche nur dann meinen Wasserfall hier an der... hier zu reparieren, dass ich oben wieder die Strömung vernünftig herstellen kann. Und dann... können wir noch immer mal irgendwann... die Höhle hier erkunden. Ah, nun komm her, du blödes Viech. Ach, wozu hab ich denn den Pfeil und den Bogen? Na also, tschüss mit dir, weg, hau ab, du. So, jetzt pass auf, jetzt mache ich hier gar nicht lange Erkundungstouren, bevor ihr euch hier so völlig, ne, völlig die Krise bekommt, weil ich euch nicht mehr rauslasse ans Tageslicht. Ist ja auch Minecraft, ne? Und nicht Aircraft oder so. Das wäre was anderes. Pass auf. Hier. Da. Da. Das machen wir auch noch. Das kommt dann hier rein. Und machen wir hier noch strubbelig. Und dann machen wir dazu zu. Und wenn ich jetzt hochgehe, sollte das eigentlich... Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Und da sind meine ganzen Sachen hingeschwommen da unten. Meine Güte. Das ist sehr furchtbar, weil man immer denkt, man wird angegriffen. Man kann es nicht mehr beurteilen, ist das jetzt wirklich ein gefährliches Skelett oder nur welche die aus dem Spawner kommen. Warte mal. Wo ist denn das hier? So. Aha, 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 aha. So. Hehe, das waren meine. Ja. Es geht hier noch weiter, es geht hier noch weiter. Ach toll, es geht auch runter. Also da haben wir schon mal wieder was zu tun nächstens. Jetzt gönne ich euch aber in den nächsten Folgen auch wirklich erstmal ein bisschen frische Luft, glaube ich. Jetzt nehme ich das Eisen nämlich noch mit. Ich habe Eisen gesagt, ich habe Eisen gesagt. Ne, für alle, die mich jetzt nicht mehr verstehen, ne, guckt auf minearbeit.de/glossar für meine Fachbegriffe. Ne? Und alle, die jetzt überhaupt nicht verstehen, warum ich mich über den Begriff Eisen so aufrege. Ja, alle, die können dann auch gucken auf das da, ne? Das ist schön hier. Jetzt renne ich rauf und runter. Das macht wenig Sinn, ich weiß. Aber, ja, hier hinter ist dann auch noch was gewesen. Alles schön, ne? Pass auf, jetzt mache ich hier aber auch nochmal eben. Wir merken uns das hier, ne? Wir machen uns jetzt eine geistige Notiz. So, und rennen wieder zurück. In relative Sicherheit. Guck mal, was da inzwischen wieder angekommen ist. Das freut uns doch. So, pass auf. Ja, der war dann doch zu viel. Hoffentlich klappt das jetzt noch. So, und dann kam da... Ach, da ist doch wieder irgendwie was dahinter. So genau. Jetzt kommt hier eine Wasserströmung rein. Und dann kann da drüber jeweils ein
Schönstein. Und dann klappt das wunderbar. Und dann ist das so, wie es sein soll. Ne? Das ist schön. Guck mal jetzt. Ja, das sieht man jetzt sehr schön. Obwohl der Schalter funktioniert nicht wirklich, ne? Der Schalter, der funktioniert nicht wirklich. Muss ich den aus Holz machen? Hat es damit zu tun, dass... Kann das sein, dass sich irgendwie Stein schlechter bewegen lässt als... Also ich mach das sonst immer mit diesen Schaltern hier, ne? Geh mal weg. So, jetzt warten wir nochmal ab. Da kommt was. Jawohl. Pfeile, Pfeile. Ja, das klappt. Komisch, dann scheint das mit Steinschalter nicht zu funktionieren. Hm. Sehr, sehr, sehr komisch. Aber wir müssen hier auch nicht alles ergründen. Ja, was der liebe Notch sich da so ausdenkt. Jetzt mache ich hier den Raum weg. Aber hier sowas von Raum weg, du. Ja, ich bin der Raumwecker. Zack. Ab geht's. Eine Silberhacke kann ich mir nicht machen jetzt. Tut mir leid. Habt ihr Pech gehabt? Müsst ihr warten. Ach, ich finde das ja so schön, mit dem Stein in den Stein zu hauen. Boah, wie die Sachen hier ankommen, ne? Das ist total gut. Ich lasse mir jetzt auch völlig die Zeit so, damit wir möglichst viel absahen, ne? Und auch möglichst viel Licht verlieren, so. Keine Angst, die Fackel, die werde ich noch verbessern, ne? Das ist ja jetzt eine Nicht-G-Fackel, ne? Und das geht überhaupt nicht. Und weil ich das nicht mag, wenn das so unter der Decke so brennt. Ich finde das nicht gut. Das ist super mit den Sachen da, ne? Sicher ist das auch nur ein Bug, ne? Weil sich ja Lava nicht durch Holzschilder eigentlich beeinflussen lassen dürfte. Wer jetzt so sagt, ja, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ja, natürlich ist das nicht schlimm, ne? Aber wenn es ein Bug ist, wird der Notch irgendwann wegmachen. Und dann haben wir unsere schöne Monsterfalle ganz umsonst gebaut. Na. Da werden wir noch alle dumm gucken. Die Tür ist ja auch irgendwie jetzt... Was ist denn das jetzt hier so? Alles klar. Die sollte dann dahin, ne, als Ausgang. Das ist alles noch nicht so richtig schön hier. Das hole ich mir mal wieder. Das geht hier ab, das ist total gut. Ne, ich bin echt... Ich kriege mich gar nicht mehr ein, ne? Merkt ihr das? Ja, das klappt ja noch gar nicht. Draußen müssen wir noch Sand aufkippen. Ist denn hell draußen? Ist gerade wieder Nacht. Schade, sonst würde ich zurückrennen, mal Sand machen und dann da oben da die, das Meer auffüllen. Hier kommt uns auch immer irgendwas entgegen. Ich fürchte, dass wir jetzt hier auch einen Wasserbruch, einen Einbruch erleiden, wenn ich jetzt hier noch weiter weg mache. Ich versuche das mal. Ah, da. Schade, ne? Gut, da müsste man jetzt nochmal, wenn man geschickt wäre, ne, dann könnte man das alles machen. Dann könnte man da noch so immer so einen Stein parat halten. Vielleicht schaffe ich das ja sogar. So. Haha. Mensch, du, ich bin aber auch raffiniert, du. Guck mal, wie die Sachen da anschwimmen. Ich könnte da stundenlang zusehen. Aber ich könnte ja erstmal vielleicht andeuten, wie ich mir das hier vorstelle. Schön, den Sandstein, den nehmen wir mit. Machen wir hier so einen Gang ringsherum in der Höhe hier. Ein bisschen hell, ja, nicht zu hell. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, denn ich möchte hier Sichtfenster reinbauen. Vielleicht machen wir dann einfach nur kleine Fenster rein. Wo ist denn der Spawn? Da müsste wahrscheinlich hier so hinterstehen. Auf der. Ja. Ja, das macht jetzt nichts, weil der ist jetzt hin. Ja, guck mal, hier kann man schön zugucken. Ups, da war wieder einer. Das sieht man ja auch nicht regelmäßig, ne? Naja, man sieht auf jeden Fall immer wieder, dass eine Folge auch mal zu Ende geht. Das ist jetzt der Fall. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.